Wir sind alarmiert worden wegen einem Wohnungsbrand. Als wir angekommen sind, stand die Wohnung in Vollbrand. Also es kam schon Feuer aus dem Dachstuhl und unten im Erdgeschoss, im Treppenhaus, brannte es voll. Es sind, soweit wir jetzt informiert sind, keine Personen in der Wohnung, da die Eigentümer gerade eingetroffen sind und bestätigt haben, es sollen keine Personen mehr in der Wohnung sein. Das erfreut uns natürlich. Das Haus ist leider nicht mehr zu retten. Es scheint schon etwas länger gebrannt zu haben. Wir sind im Moment mit den Feuerwehren wie Meerbohm und Bunde im Einsatz, haben 5 C-Starrohre und ein B-Rohr im Einsatz. Und jetzt kommt noch die Hubrettungsbühne von der Stadt Wehna, Feuerwehr Wehna, somit, dass wir besser von oben ablöschen können. Wir befinden uns hier an einer Stelle in Wiemeer. Dort wurde am Sonntagabend ein Wohngebäudebrand gemeldet. Feuerwehren Wiemeer und Bunde waren relativ zügig vor Ort. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand bereits Flammen aus dem Dachstuhl zu erkennen. Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter waren dann auch im Gebäude mehrere Flammen zu erkennen. Das Feuer hat schnell durchgezündet. Das Gebäude steht momentan im Vollbrand. Der Innenangriff war aufgrund der hohen Brandlast aktuell nicht möglich. Wir gehen davon aus, dass keiner da ist, aber wir wissen es im Moment noch nicht ganz genau.